Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Ranger Spuren des Lichts. Im letzten Part haben wir zwei Aufträge erledigt und haben eine kleine Zeitreise unternommen. Und ja, zwei Aufträge will ich heute auf jeden Fall erstmal machen. Zum einen müssen wir das Geheimnis des sich bewegenden Steines lösen. Normalerweise müsste man jetzt zur Isla Dolcevi fangen, sich dort einen Meryl fangen, weil das einzige Pokémon, was es aktuell gibt mit der Fähigkeit Wasser, ist eben Meryl auf dieser Insel. Dann müsste man in die Pfeilblatthöhle das kleine Stein damit anspucken und fangen. Und das habe ich ja schon gemacht, als wir in der Pfeilblatthöhle waren, also im vorletzten Part. Genau das müsste man jetzt allerdings machen und dann eben das kleine Stein hier wieder vorzeigen. Ich könnte es jetzt natürlich freilassen und das Ganze wieder so machen. Allerdings, wir haben es ja schon gesehen, wie das Ganze funktioniert. Deswegen denke ich nicht, dass ich es jetzt nochmal machen muss. Von daher gesehen, wir haben einen kleinen Schein schon dabei. Das erspart uns einiges an Laufweg. Sag bloß, war dieses Pokémon einfach der Schlüssel zum Geheimnis des wandelnden Felsens? Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Dann mal los, das musst du den beiden unbedingt erzählen. Wir wissen ja auf jeden Fall, wie es geht. Von daher gesehen passt das, glaube ich, schon. Was sollen wir mit diesem Pokémon? Aber natürlich, jetzt verstehe ich. Der Felsen, auf dem mein Mann saß, war gar kein echter Fels. Ach ja? Ach ja! Natürlich, so muss es gewesen sein. Ich saß gar nicht wirklich auf einem Felsen. Das war nur ein Pokémon, das sich als Fels getarnt hatte. Daher saß meine Frau auch plötzlich weiter weg von mir. Es hat mich auf seinem Rücken Stück für Stück von ihr fortgetragen. Ach, Herzilein. Bitte verzeih mir, dass ich an dir gezweifelt habe. Und du verzeih mir, dass ich dich stur wie einen Stein genannt habe. Das war nicht nett von mir. Dafür braucht es keine Entschuldigung. Es stimmt ja, ich bin stur wie ein Stein. Stein! Anscheinend stimmt es dir zu. Jetzt hast du es mir aber gegeben. Haha. Ranger, dank deiner Hilfe haben sie sich wieder vertragen. Wie sagt man? Ende gut, alles gut. Schön. Tschüss, Kleinstein. Hätten wir das auch geschafft. Wenn man Glück hat und das passende Pokémon schon dabei hat, wie gesagt, dann erspart man sich natürlich einiges. Okay. Aber schön, dass sie sich wieder vertragen haben. So, wo haben wir denn den letzten Auftrag für den Moment? Hier. Pachi. Mein Pachirisu geht es nicht gut. Normalerweise sprüht es geradezu vor Energie. Und jetzt sieh es dir an. Das geht jetzt schon so, seit es beinahe von diesem seltsamen Typen entführt worden wäre. Pachi. Das arme Ding ist völlig saft- und kraftlos, weil ihm der Saft ausgegangen ist. Naja, oder umgekehrt. Warte mal, mir kommt da eine Idee. Vielleicht hilft ihm der Anblick eines seiner munteren Artgenossen aus dem Stimmungstief. Das würde ihm sicher einen Stromstoß, ich meine einen Stoß neuer Energie versetzen. Ja, das könnte klappen. Ich flehe dich an, Ranger. Könntest du mir nicht ein Pachirisu vorbeibringen? Pachi, Pachi! Normalerweise könnten wir die jetzt am Lapras-Strand fangen. Also da gibt es ja ein Pachirisu. Siehe da, ich habe schon eins dabei, weil ich das bislang nicht freigelassen habe. Das war keine Absicht. Das war wirklich nur Zufall, dass ich die ganzen passenden Pokémon schon dabei habe. Aber, ne? Kann ja nicht schaden. Pachi! Pachi, Pachi! Pachi! So süß. Juhu, mein Pachirisu ist wieder fröhlich. Vielen, vielen Dank. Du bist echt ein sehr nettes Pachirisu. Vielen Dank, lieber Ranger. So, nun dann gebe ich immer besser auf mein Pachirisu Acht, damit es nicht noch einmal solch zwielichten Kerlen in die Hände fällt. Pachi! Hätten wir das auch. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt hier noch mehr Aufträge gibt. Kann man das irgendwo vielleicht einsehen? Das weiß ich jetzt gar nicht so auswendig.
Aufträge. Fertig, 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 in Arbeit geschafft. Ja. Ich müsste mal darauf achten, wenn neue Aufträge wieder verfügbar sind, ob die dann in der Liste erscheinen. Dann kann ich da halt immer gucken, ob ich die schon gemacht habe. Müssen wir demnächst mal darauf achten. Aber gut, wir wollen zurück zu Buka und schauen, ob die Ukulele mittlerweile repariert ist. Wir sollten ja nur kurz auf Patrouille gehen. Willkommen zurück, ihr zwei. So, die Ukulele ist nun auch wieder einsatzfähig. Pichu! So, mein Pichu, hier hast du deine geliebte Ukulele wieder. Pichu, Pichu! Bläng, bläng. Oh, wie schön, Pichu. Hör mal, Pichu. Das ist du alles dem Einsatz von Nick und Svenja zu verdanken. Bedanke dich bitte artig bei ihnen. Pichu! Übrigens, Svenja, was hast du eigentlich als nächstes vor? Du wirst sicherlich diesen Pokenappern nachjagen, oder? Es ist ein Jammer, dass du von deinem Ranger-Kollegen getrennt wurdest, aber auf dieser Insel gibt es auch einen Bezirksranger. Sein Name ist Taluga. Solltest Taluga so schnell wie möglich treffen. Er hat übrigens auch eine Tochter, die mit Vorliebe an allem herumschraubt, was sie in die Finger bekommt. Wer weiß, vielleicht gelingt es eher sogar, deinen Fangkomm zu reparieren. Du erreichst Talugas Haus, wenn du dich von hier nach Osten begibst, den Labrastrand entlang und anschließend den Wald durchquerst. Du wirst es schon finden. Mach dich einfach auf die Socken. Bis später, Svenja. Alles klar, das klingt ja schon mal eigentlich ganz nett. Fangkomm reparieren und den Bezirksranger, der hier stationiert ist, treffen. Finde ich gut. Pichu! Aber Pichu, was hast du denn? Na, mein Kleines, nun sag schon. Möchtest du Svenja etwa auf deinem Abenteuer begleiten? Pichu! So süß! Svenja, hör mal. Svenja, ich dachte mir bloß, dass Pichu dir wohl gerne dabei helfen würde, seine Freunde zu befreien. Außerdem habe ich gehört, dass ein guter Pokémon-Ranger auch ein Partner-Pokémon braucht, das ihm stets zur Seite steht. Wie wäre es, wenn du Pichu als Partner-Pokémon mit dir führst? Ja, endlich, endlich! Kriegen wir unser Partner-Pokémon. Ja, bitte. Hast du das gehört? Ist das nicht wunderbar, Pichu? Pichu! Pichu ist jetzt dein Partner-Pokémon. So süß. Und der Rahmen wird sich so ein bisschen ändern. Weil ich Pichu da ganz gerne drauf haben möchte, ich habe es nur bis dato nicht eingeblendet, weil es quasi noch nicht unser Partner war. Jetzt ist es das. Also kommt es auch in den Rahmen. Aber bevor ihr beide zu eurem Abenteuer aufbrecht, möchte ich euch noch etwas Wichtiges beibringen. Pichu? Ich habe dir schon erzählt, dass die Ukulele von Pichu Töne erzeugt, sobald sie mit Strom in Berührung kommt, nicht wahr? Die Musik, die die Ukulele von sich gibt, findet auf wundersame Weise ihren Weg direkt in die Herzen der Pokémon. Mit anderen Worten, sie dürfte sich bei Fangversuchen als äußerst hilfreich erweisen, Svenja. Das geht irgendwie so. Ja, Tutorial zum Thema Partner-Pokémon. Das hat mir ja auch noch ein bisschen gefehlt. Ich glaube, das ist auch das letzte, ne, nicht ganz das letzte Tutorial, mir fällt noch was ein, was erklärt wird. Aber es kommt nicht mehr so viel, was erklärt werden muss. Auf jeden Fall vorweg, man kann ein Partner-Pokémon haben, das war in allen Ranger-Teilen so. Im ersten hatte man ein vorgeschriebenes Partner-Pokémon, im zweiten hatte man sehr viel Auswahl, ich glaube 16 verschiedene oder so, die man immer wechseln konnte, was ich auch ganz cool fand. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag es aber ganz gerne, ein festes Partner-Pokémon zu haben, weil dann einfach die Bindung irgendwie am größten ist, als wenn man das irgendwie immer wechselt, auch wenn es praktisch ist. Und ich mag das Ukulele Pichu am liebsten. Ist mein Lieblingspartner-Pokémon, ich finde das so cool. So, da Pichu seinen eigenen Kopf hat, ist nie gewiss, wann du mit ihm rechnen kannst. Das ist ein bisschen fies, aber stört mich eigentlich nicht so. Wenn es dir aber seine Hilfe anbieten will, taucht es bei der Energieleiste am unteren Bildschirmrand auf. Das sieht so süß aus. Berühre Pichu mit dem Touchpen und es hüpft mitten ins Geschehen, um ein Solo auf seiner Ukulele zu spielen.
Das gegnerische Pokémon von einer der Musiknoten aus der Ukulele berührt, wird es von Pichus heiterer Stimmung sofort angesteckt. Mit dem geballten Charme von Pichu wird ein Fangversuch gleich viel leichter. Man muss dazu sagen, Pichu kann ein Pokémon nicht alleine fangen, genau wie Pokestärken das ja auch nicht können. Man muss mindestens einen Kreis ziehen. Aber ich finde das total praktisch, muss ich sagen. Man muss natürlich gucken, dass das Pokémon ein bisschen in der Mitte ist, weil sonst wird es von Pichus Noten nicht getroffen. Aber ich finde es einfach mega praktisch und dass es so ein bisschen seinen eigenen Kopf hat, finde ich eigentlich sogar ziemlich cool. Es kann manchmal nämlich echt hilfreich sein und manchmal denkt man sich, oh, schon wieder. Also manchmal kommt Pichu echt fünfmal hintereinander und dann kommt es wieder ganz lange nicht und das kann manchmal echt anstrengend sein, aber irgendwie mag ich das, ich weiß auch nicht. Und es ist mit Abstand das süßeste Partner-Pokémon, meiner Meinung nach, alleine wegen der Ukulele. Die Ukulele von Pichu ist jetzt einsetzbar. Der Inhalt der Ausführung wurde im Glossar gespeichert. Einsicht in weiterführende Einzelheiten gewährt das Glossar im Fangkorn-Menü. Danke! Ich lasse dich nur ungern ziehen, dennoch verstehe ich dich, Pichu. Achte aber darauf, Svenja nicht zur Last zu fallen, versprochen. Pichu! So, dann will ich euch mal nicht länger aufhalten. Ihr werdet die Freunde von Pichu gewiss finden. Das hoffe ich doch. Ah, ich freue mich jetzt endlich, mein Partner-Pokémon zu haben, weil so hat man einfach immer ein Pokémon dabei. Und wie gesagt, ich mag Pichu sehr gerne, ich finde es echt süß und ich mag seine Pokestärke ganz gerne. So. In anderen Ranger-Teilen konnte man sich immer aussuchen, wenn man das Partner-Pokémon in den Kampf schickt. Da hat man quasi eine Leiste gehabt, die sich nach und nach gefüllt hat mit jedem Kreis, den man gezogen hat. Und wenn die voll war, konnte man das Partner-Pokémon rufen, also auch nicht andauernd. Aber man hatte selbst halt Einfluss drauf. Aber wie gesagt, ich finde das hier gar nicht so schlecht. Hörst du mir überhaupt zu? Ich habe dir doch extra gebeten, das UFO mit Hilfe von Lapras zu bergen. Selbst Lapras kommt nicht bis an den Meeresgrund. Huch, bist du etwa ein Pokémon-Ranger? Abgesehen von meinem Vater bist du der erste Ranger, den ich zu Gesicht kriege, seit wir in der Oblivia-Region leben. Ranger, hör mal, kannst du eigentlich gut schwimmen? Und im Wasser die Augen offen behalten? Und macht es dir nichts aus, Salzwasser zu verschlucken? Doch, doch und doch. Ist es dir mit dieser Fliegerbrille möglich, im Meer zu tauchen? Hui, damit kannst du ja sogar atmen. Na, wenn das so ist, habe ich eine Bitte an dich. Dort draußen auf dem Meer ist nämlich ein UFO abgestürzt. Könntest du es für mich bergen? Ich möchte es unbedingt untersuchen. Auf dieser Insel ist es übrigens Sitte, einem jüngeren Mädchen drei Wünsche ohne Widerworte zu erfüllen. Meinen ersten habe ich soeben genannt. Gefahr einer Meeresverschmutzung durch Ölaustritt. Umgehende Untersuchung des versunkenen UFOs dringend empfohlen. Ich mag meinen Fangkorn, der ist so schlau. Mission, birg das versunkene UFO. Oh, im Unterschied zu dem Fangkorn meines Vaters kann deiner ja sprechen. Das ist ja unglaublich interessant. Du hast das sicher mitbekommen. Du hast es auch sicher mitbekommen, Nixie, nicht wahr? Wenn ich dann um Lapras bitten dürfte. Ranger hin, Ranger her. Lapras entscheidet schon selbst darüber, wer auf ihm reiten darf. Wie bitte, im Ernst? Nun, dann bleibt uns keine andere Wahl. Los, Ranger, zeige Lapras, dass du seiner würdig bist. Okay. Oh, ich mag Lapras. So ein tolles Pokémon. Dann wollen wir doch mal. Ja, von der Kleinen haben wir ja schon gehört. Die Tochter des Bezirksrangers, zu dem wir ja eigentlich hinwollen. Ah, Pichu im Einsatz. Finde ich gut. Perfekt. Es sieht so süß aus am Bildschirmrand. Das ist aber auch was ich echt schön finde. Wir haben jetzt den Auftrag, zum Bezirksranger zu gehen und seiner Tochter.
um da mal nachzufragen und unseren Fangraum reparieren zu lassen. Wir kommen aber nicht direkt dorthin, sondern haben auf dem Weg dahin noch eine andere Mission. Und das finde ich einfach super, dass man nicht so linear von A nach B geschickt wird, sondern auch mal was Unerwartetes dazwischen kommt, weil das ist einfach realistisch, dass man als Ranger auch mal ein paar andere Sachen machen muss. Und sowas liebe ich einfach total. Vor allen Dingen, wenn man das Spiel nicht kennt, dann ist sowas immer richtig schön. Meiner Meinung nach. Labras! Jetzt, wo Labras einverstanden ist, kann ich mich kaum querstellen. Da Labras weiß, wo in etwa das UFO ins Meer gestürzt ist, wird es doch sicher bis dorthin dich mitnehmen, Tutenton. Sprich mich einfach an, wenn du deine Vorbereitung abgeschlossen hast. Habe ich hiermit getan. Bist du bereit, dich in die Fluten zu stürzen? Sowas von. Also dann bring bitte das UFO für mich mit, ja? Pichu und die anderen Pokémon, die sich eher an Land zu Hause füllen, kannst du natürlich nicht mit ins Wasser nehmen. Leider. Aber kein Grund zur Sorge, ich passe hier auf sie auf. Ja, Pichu und meine Pokémon, die ich momentan dabei habe, also Smogon, Dumises, Gungkapu und Glibunkel, die warten jetzt einfach hier am Strand, die kann ich natürlich nicht mitnehmen. Dafür kann ich mir unter Wasser neue Pokémon-Freunde suchen, die dann auch wiederum unter Wasser auf mich warten, wenn ich wieder an Land gehe. Das finde ich ziemlich cool. Danke, Labras! Generell, ich liebe es, dass sie Unterwassermissionen eingebaut haben. Wir hatten ja schon so eine kleine ganz am Anfang. Und die wird jetzt ein kleines bisschen umfangreicher und das finde ich echt schön. Dass wir nicht nur an Land unterwegs sind, sondern auch unter Wasser. Und in der Luft waren wir am Anfang auch schon. Metallenes Objekt in unmittelbarer Nähe am Meeresgrund geortet. Dann wollen wir doch mal. Oh, es sieht einfach so schön aus. Signalstärke deutet auf tiefer gelegene Fundstelle hin. Ich liebe das einfach, wie man oben noch die Wasseroberfläche sieht und den Lichteinfall und dann hier die ganzen Pflanzen. Ich finde das so schön. Ich mag die Idee total gerne. Das gab es auch schon in Ranger 2. Und schaut euch den Hintergrund an. So hübsch einfach. Das haben sie richtig toll gemacht. Muss man sagen. Ich finde die Idee super. So, Entschuldigung für den kurzen Schnitt, da bin ich eben unterbrochen worden. Ja. Ich finde übrigens, die Unterwassersteuerung ist echt nicht so... Also sie ist sehr realistisch, muss man dazu sagen, aber sie ist echt ein bisschen anstrengend auf Dauer. Ist die gleiche wie in Pokémon Ranger 2. Und in meinem Let's Play habe ich das ja damals auch erklärt. Es ist halt sehr schwergängig. Wenn du nach links drückst oder so, dann... braucht sie halt einen kleinen Moment, bis sie dann wirklich nach links einbiegt, eben durch den Wasserwiderstand. Also wenn ich jetzt einfach mal nach links drücke, ihr seht im ersten Moment, sie tut sich so ein bisschen schwer damit. Und ja, das macht die Sache nicht unbedingt immer einfacher. Finde ich aber, wie gesagt, ganz gut eigentlich. Und ich liebe sowieso Unterwassermissionen. Das ist mal sowas komplett anderes. Oh, ich habe sogar ein S bekommen. Und mein erstes S, was habe ich denn gemacht? Und für ein S-Rang bekommt man sogar einen Ranger-Punkt. So, wunderschöne Strömungen, die gibt es natürlich auch. Wäre ja auch sonst zu einfach. Ich finde es halt nur echt krass, wie früh eigentlich sowas im Spiel auf einen zukommt. Wenn ich mir die anderen beiden Ranger-Teile angucke, die sind, wie ich ja schon gesagt habe, ganz am Anfang einfach irgendwo ein bisschen einsteigerfreundlich, weil man viel mehr an die Hand genommen wird, weil viel mehr erklärt wird und alles irgendwie langsamer vorangeht. Wenn ich bedenke, dass wir jetzt schon unter Wasser unterwegs sind und auch schon unseren ersten Bosskampf hatten, das finde ich schon krass eigentlich. Es geht in anderen Teilen ein bisschen langsamer voran alles. Dementsprechend mag ich Ranger 3 auch besonders gerne wegen dem Schwierigkeitsgrad. Ich weiß nicht, ich finde es einfach schön, dass man von vornherein so viele anspruchsvolle Sachen machen kann. Man kann ja sogar ein paar Tutorials skippen. So die grundlegenden Sachen. Das bedeutet nicht, dass Ranger 3 nicht auch einsteigerfreundlich ist. Ich glaube auch, dass man mit diesem Teil gut in die Reihe einsteigen kann, weil ich einfach... Du kriegst ja alles gesagt am Anfang. Du hast halt nur
von vornherein. Hier noch irgendwas Interessantes? Hier geht's einfach rum. Du hast ja von vornherein halt alle Funktionalitäten schon bereits. Ich weiß nicht, ob das unbedingt so vorteilhaft ist. In anderen Ranger-Teilen ist es einfach so, dass du nach und nach erst alles bekommst. Und, ja. Ich meine, du hast von vornherein Pokestärken und Zielbeseitigung und so weiter. Aber einfach jetzt direkt die zweite richtige Mission und schon unter Wasser. Oder dass du halt schon so viele Pokémon mit dir mitführen kannst. Das musst du den anderen Teilen erst erarbeiten. Ich finde es aber gut, dass sie es hier mal abgeändert haben. Das ist dann definitiv mal was anderes. Jo. Ah, da haben wir es ja. Überdurchschnittlich starker Ausschlag des Metallortungssystems. Aber erst will ich mal in die Ecke gucken. Da ist noch ein Mantirps. Perle und Corazon hätte ich auch noch mal ganz gerne. Für mein Verzeichnis. Ach so, vielleicht Pokestärken technisch. Wir können natürlich auch Pokestärken unter Wasser einsetzen. Ist nur nicht unbedingt so sinnvoll. Da die alle Pokestärke Wasser haben. Wenn es nicht gerade aufladen ist. Deswegen. So, dich fange ich auch noch. Perfekt. Zertrümmern 2, das könnte man tatsächlich für irgendwas gebrauchen. Da ist noch ein Lampi, okay. Ah, ich sehe schon. Da haben wir nämlich sowas Schönes. Das sticht ja schon richtig heraus, weil die Kontur einfach viel dicker ist. Denn, wie ihr seht, wir kommen hier nicht gegen die Strömung an. Ungewöhnlich starke Strömung. Weiterkommen nicht möglich. Strömung muss irgendwie Einhalt geboten werden. Ja, ne? Gut. Das war jetzt sehr offensichtlich gestaltet. Man hätte, glaube ich, auch so drauf kommen können. Aber ich würde sagen, das UFO bergen wir dann im nächsten Part in aller Ruhe. Und dann mal schauen. Es geht ja auch noch ein Stückchen weiter runter. Das sieht man ja oben auf der Karte, dass da noch so ein Pfeil ist. Ich bin gespannt, aber das Korallenmeer ist echt sehr, sehr, sehr schön, finde ich persönlich. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Ranger Spuren des Lichts. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.